Die Augen von Argos, wir beobachten dich. Level 46.1. Heilig, moderate Gefahr, frei von Entitäten. Überlebensschwierigkeitsklasse Mites. Die Salzdünen sind ein unabhängiger Sektor der arabischen Wüste, der sich durch seinen endlosen Dünen aus grobem weißem Salz auszeichnet. Das Salz ist immer präsent, nur gelegentlich durch getrocknete Büsche und versteinerte Bäume gestört. Im Gegensatz zu den verschiedenen Staaten, die Level 46 regieren, befinden sich die Salzdünen in einem ständigen Zustand der Dämmerung. Wobei das einzige meteorologische Phänomen in dem Sektor der Salzdünen sind, Reisen zu und von den salzigen Dünen ist während einer dieser Stürme unmöglich, da das Salz so schnell angetrieben wird, dass das Kleidung und Fleisch gleichermaßen verdirbt. Die Stürme sind nur ein Schutzschicht für die Unvorsichtigen, wenn auch nicht die einzigen durch die Gnade und direkt unseres Patrons werden Argos, nur diejenigen, die Angst vor Schuld tragen und wirklich Reue suchen, in die Salzdünen stolpern können. Diese Schutzmaßnahmen und andere Verzauberung wurden eingeführt, als die salinen Dünen ursprünglich als Kandidat für die Heiligen ausgewählt wurde. Aufgrund der inhärenten Eigenschaften des Bodens beschlossen die ersten 7 Wärter, die später die ersten der Söhne der Schuld wurden, ihre Festung in den salinen Dünen zu bauen. Der Boden wurde in erster Linie für die abstoßenden Eigenschaften seines Salzes ausgewählt, da er als natürliche Verteidigung gegen hinterhältige Geister und elende Seelen fungiert und das dann spirituell inert macht. In den entferntesten Bereichen der salinen Dünen, die sich über dem sternlosen Himmel ragen, ruht das Kloster. Es ist die Heimat der Söhne der Schuld und die Hüter der profanen Grabstätte und einer der 5 Hauptbastionen der Augen von Argos. Aus massiven Steinen gebaut wurden die Struktur um die umliegenden Gebäude auf die Ewigkeit erhoben. Das Kloster wurde sowohl als Heiligtum mit komplizierten Schnitzereien, Älteren und hohen Säulen als auch als Festung mit Mauerwerk, dicken Wänden und ohne Fenster geschaffen, die Struktur schwächen könnten. Doch der anhaltende Angriff der Salzstürme und der Geröll darunter hat die makellose Konstruktion in die Delle geworfen. Dennoch stehen die robusten Mauern und die hohen Türme des Klosters stark gegen alle Feinde und werden dies auch in den kommenden Jahrhunderten tun, um den Eingang der profanen Grabstätte für immer zu schützen. Die am Kloster befestigten Verteidigungsmauern umschließen auch eine Reihe von separaten Gebäuden und Kammern, die seinen Betrieb ergänzen. Dieser wurde im Laufe der Zeit als Erweiterung der ursprünglichen Konstruktion gebaut, um spezifische Funktionen bereitzustellen und umfassend einen Hauptsammelsaal, eine dezidierte Kaserne, eine Repository und viele andere geheimnisvolle Räume. In all diesen Gebäuden wurden zahlreiche moderne Systeme installiert, um eine ordnungsgemäße Kommunikation zuverlässig und sicherheitsmäßig zu gewähren. Was ihren entgegenkommenden Innenräumen im Kontrast zu den kalten, trockenen Bedingungen der Salinendünen macht. Das Kloster dient als Treffpunkt für die Söhne der Schuld, in einer bedingungslosen Buße freiwillig das heilige Gelübde abnahmen, den isolierten Ort zu schützen und das Labyrinth vor den Schrecken der profanen Grabstätte zu schützen. An einem so abgelehnten Ort kann keine Sünde die Beobachter erreichen, sondern ihre eigene, was sie zum perfekten Ort für die Rituale der Reue und Erlösung der Söhne der Schuld macht. In diesem abgelegenen Heiligtum werden diejenigen, denen die Entlassung durch die Diener gewährt wird, dazu gebracht, in den Künsten der Augen ausgebildet zu werden und ein weiterer der Sünder der Schuld zu werden. Sünder, die andere Mittel der Absolution suchen, sind in der Regel auch hier stationiert, was daran hindert, sich in ihre neu entdeckten Pflichten zu entern. Die Position der Salinen, die befindet sich in einem festen Punkt relativ zum Boden 46. Diejenigen, die häufig zwischen dem Kloster und anderen Sehenswürdigkeiten reisen, können unbewusst den Weg zu den salinen Dünen folgen. Es wird empfohlen, dass diejenigen, die in diesem Praxis nicht eingeweiht sind, die Reise zu diesem Ort während einer sanktierten Reise machen, sonst müssen sie sich ausschließlich auf die Fähigkeiten ihrer Schuld verlassen. Sobald der Boden betreten wurde, wird das Kloster in der Ferne leicht spürbar und es muss kein weiterer Schutz umgangen werden, um es zu erreichen, um abzureißen. Um abzureißen wird es nur notwendig sein, in die entgegene Richtung des Klosters mit der erklärten Absicht zu gehen, den Boden zu verlassen. Obwohl das Kloster hauptsächlich von Sons of Guild bewohnt wird, sind Reisen zwischen diesen Orten und anderen Bastionen wie der Plattform und der Enklave häufig. Notwendigkeit des Klosters erfordert auch Fachwissen in Praktiken außerhalb der Standardausbildung der Söhne der Schuld, die Anwesenheit vom Heiligtum, Dolmetscher und Inquisitoren aus verschiedenen Zeiten der Organisation erfordert. Nicht alle, die im Kloster im Dienst waren, wurden absichtlich zugewiesen. Einige verfolgen freiwillige Buße und andere wollen sich selbst testen, indem sie der heiligen Pflicht aller, die im Kloster stationiert sind, helfen. Und es gibt auch diejenigen, die die begrenzte Natur des Ortes nutzen, um zu studieren und zu meditieren. Das Kloster ist das älteste aller Augen, der Bastion von Argos. Und als solche ist es Zufluchtsort für viele der heiligen Reliquien, die unsere Gruppe besitzt. Legendäre alte Waffen, gottlose Texte und prominente Objekte werden alle von den fachkundigen Händen der Söhne der Schuld geschützt. Obwohl einige dieser Objekte mit Ehrfurcht aufbewahrt werden, werden meistens im Kloster wegen des sündigen Potenzials, das sie in den falschen Händen darstellen, bleiben.
Sollte das Kloster fallen und alle anderen Instrumente freigegeben werden, um den Rest des Labyrinths zu plagen, wären die Folgen katastrophal.